Hi Leute, willkommen zurück in dieser schönen neuen Aufnahme. Nicht vergessen, alle auf den Zaun klicken, damit ihr abonniert. Ich habe gestern so ein Livestream gemacht und da habe ich halt so ein bisschen warte, ich zeige euch das mal. Hier halt so alles geändert, hier hinten der Hintergrund, hier da. Da ist ja immer dieser kleine Sonic, den ihr da abonnieren könnt. Und hier ist halt dann das. Das habe ich gestern im Livestream geändert. Der ist leider schon offline, aber ja, der war auch nicht so spannend. Also, jetzt machen wir mal. Welcher Anime-Charakter bist du? Jetzt ist nicht so toll bewertet, aber wir probieren es mal aus. Okay, wenn du eine Figur in einen Anime oder Manga wärst, welche Haarfarbe würdest du dir aussuchen? Braun oder schwarz, rosa, grau, blond? Dann auf jeden Fall schwarz und braun ist auch eine. Blond mag ich nicht um. Grau ist eine schöne Farbe, mag ich aber nicht unbedingt. Rosa ist auch schön, aber. Nee, lieber schwarz oder braun halt. Bleiben wir noch kurz bei den Haaren. Was wäre dein Lieblings-Haarschnitt-Frisur? Hätte lange Haare, die mit so einem Pferdeschwanz binden. Nee, ich bin jetzt unbedingt. Ich würde sie lang tragen, vielleicht würde ich sie mir auch etwas kürzen. Auf jeden Fall aber offen. Ich nehme mal das, die anderen sind relativ anders. Warte, Schultern reichen. Nee. Kommen wir zu deinem Anime. Zu deinem Charakter. Schläfst du gern oder und lang? Ich verschlafe oft und muss mich immer beeilen. Da fällt dann oft Frühstück aus. Nee, bei mir eigentlich nicht. Wenn ich müde bin, schlafe ich immer pünktlich beim Frühstück. Ich stehe dann auf. Sagt, ja, schöne Werbung erstmal hier so am Start. 4. Wie steht es bei dir mit anderen Menschen? Ich mache, was ich anderen Menschen sagen. Nee, ich habe viele Freundinnen. Warum gehen die immer davon aus, dass ich unbedingt ein Mädchen bin? Die alles lieb, ich brauche keinen anderen Menschen, ich habe mich. Ich finde schnell viele neue Freunde. Ja, würde ich mal das machen. Eigentlich passt da fast nichts. Das machst du am meisten. Lang schlafen, viel essen. Das ist, wenn jemand anderes blutet. Was machst du am meisten, wenn jemand anderes blutet? Perfekt. Ich habe nichts zu entschieden, was ich mag. Wenn jemand anderes blutet, lange schlafen und viel essen. Okay. Ich mach mal das. Nee, schlafen mag ich unbedingt. 6. Welche Fähigkeit würdest du als wünschen und besitzen? Ich könnte anderen Leuten ausfindig machen, indem ich einen Teil von mir aussende, den er als hören kann. Was zur Hölle? Ich könnte Menschen töten ohne Spuren zu. Ja, das würde ich auch mal. Ja, ich mag Menschen töten. Ach. Welcher Assassination-Charakter bist du? Das machen wir gleich. Ich lade das vielleicht heute auch auf. Okay, 7. Du hättest du einen Freund oder bist du verliebt? Natürlich hätte ich einen Freund. Meine Wohnung sieht super gut aus. Nee, das ist kitschig. Einen guten Freund aus Kindertagen. Hä? Ich mach mal einfach nein. Nochmal zurück zu deinen Aussehen. Was würde Kleidung für dich eigentlich tragen? Ui. Oh, das ist ganz unterschiedlich. Mal ein Kleidchen, mal ein Rock. Die gehen halt immer nur von den Mädchen aus. Das ist meistens ein Rock oder Oberteil. Ich bin kein Mädchen. Hallo. Ganz normal Alltagskleidung. Etwas bequem, nicht so auffällig. Schönes dunkles Kleid, schwarz oder lila am besten. Dann würde ich das sogar nehmen. Weil schwarz ist schön, lila auch.
Was ist schlimm für dich? Das ist. Da gibt es nicht. Doch. Zu sehen, wie meine Liebe durch einen anderen zerstört wird. Das ist, nee, wenn mein Liebster mich nicht mehr lieben würde oder die Welt von den bösen Mächten drauf unternommen wird. Ja. Scharfes Essen. Sag ich gar nicht. Ach. Ein scharfes Essen ist geil. Und wie war das Quiz? Ich weiß nicht, super duper. Bin ich berechtigter. Ich mach mal das. Ich bin echt dazu berechtigt. So. Ja. Okay. Ich bin zu 50 Yin aus Dagatan. Sehe ich hier kein Bild? Okay, dann müssen wir halt googeln. Ach, Daga. Ich kenne den Anime nicht, das ist das Problem. So, das wäre ich, wie es aussieht. Bilder. Okay. Sehr interessant. Sieht ganz in Ordnung aus. Also, wenn ich das wäre, das ist eigentlich relativ geil. Ja. Also, ich bin mit dem Ergebnis eigentlich relativ, ja, würde ich mal sagen, zufrieden. Ja, Cosplayer ist ja natürlich wieder am Start. Da würde ich mal das als Bild speichern und da. Leute, jetzt sehen wir komische Bilder. Nee, das sind eigentlich nur von Projekten oder so. Gut. Ich bin damit relativ zufrieden. Okay. Dir sagen. Warte. Okay. Dagan Black. Auch so. Du bist zu sagen eine Doll. Also eine Puppe. Du hast keinen eigenen Willen. Du machst immer das, was andere dir sagen. Spring über deine Schatten, den immerhin bist du ein Mensch. Entscheide Dinge für dich selbst und wirst dein Leben viel bunter. Ihr Profil hatte 10% nur. Ui. Da bin ich ja was ganz. Ich glaube, das ist sogar. 10% ist relativ wenig bei anderen Leuten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Puppe bin, aber ich. Okay, wenn das der Test sagt, dann ist es ja auch so. Also das wäre ich, wenn ich ein Anime-Charakter wäre. Weiblich. Ich glaube, das ist ein weiblicher Test. Wir können das auch mal mit männlich machen, aber Yin aus Dagandan Black ist wahrscheinlich weiblich. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Lasst mal einen Daumen hoch da. Dann tschüss, Leute. Ciao.